Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Watch Dogs Bad Blood oder auch auf Deutsch Böses, Böses Blut. Wir machen mal direkt mal weiter mit der nächsten Nebenmission. Ich weiß, wir haben in der letzten Folge eigentlich mit der Nebenmission angefangen und aufgehört, aber da ich ja so doof war in der letzten Folge, habe ich jetzt anscheinend die übersehen, aber eigentlich haben wir die ja auch alle durchgemacht, aber es sind jetzt irgendwie noch irgendwelche dazugekommen. Eine Mission noch von Aiden Pierce und es ist noch irgendwo eine Mission mit einem Totenkopfschädel, genau hier hinten. So, ich hoffe, wir müssen nur noch die einmal machen und dann sind wir auch komplett durch. Ich hoffe es zumindest. Weil ich würde auch gerne weiter mit der Hauptstory machen. Ich muss zuerst diese Kopfgeldjäger lahmlegen, bevor sie Schaden anrichten können. Und Aiden warnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich verwählt haben. Wenn ja, legen sie auf. Wenn sie mich finden wollen, das ist unmöglich. Also, legen sie auf. Es gibt keinen Diebton. Ach komm, Bruder. Du machst es mir echt nicht leicht. Ja, Aiden ist wirklich komplett weg. Er ist nicht Aiden mehr hier. Aiden wohnt in einem seiner Verstecke. Klingt, als hätten die Rosaria seine Spur gefunden. Ich weiß nicht, ob er wirklich die Stadt verlassen hat. Aber ich werde die Ärsche kalt stellen. Er doch safe die Stadt verlassen. Also ich kann echt nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal sehen. Nee, gar nicht. Den Kopfgeldjäger finden. Okay, aber wo bist du denn jetzt? Mein Freund. Wo könntest du denn sein? Oh, halt, da war was. Sieht aus wie ein Geschäftspartner der Rosarios. Haben wir ihn? Ich glaube nicht. Nee, das ist er nicht. Schön am Rappen. So, was ist mit euch? Ich denke mal... Der Typ scheint nach den Rosarios zu suchen. Wo? Welcher Kerl war das? Ach, der hier. Okay, es wird immer kleiner. Boah, krasser Move, T-Bone. Krasser Move. Nur am Rummachen. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Nicht mit mir, Kumpel. Okay, haben wir es? Ah, jetzt dort hinten. Yolandas Haus einrichten. Erreichen, nicht einrichten. So, dann markieren wir das mal natürlich wieder schön. Oh, oh, vorsichtig. Ich scheiß hier auf die Verkehrsregeln. Hier in diesem Spiel natürlich. Es ist mir noch völlig egal, was ich hier mache. Zwischen Aiden und Jacksons Psychotante, Yolanda Mendes. Fuck. Aiden war sich sicher, dass sie genau wusste, was läuft, aber nichts getan hat, um ihre Story zu bekommen, ihr Buch zu verkaufen. Trotzdem verdient sie nicht, was jetzt auf sie zukommt. Ich muss die Typen aufhalten. Stimmt. Die Tante hat ein Buch geschrieben. Über Aiden. So einfach geht's, Leute. Schreibt einfach ein Buch. Hör mal, ich bin ja nicht der Einzige,
Dann seid ihr erfolgreich. Die Nachrichten sind voll davon, von ihren Gesichtern. Ich glaube, er passt hier einfach nicht rein. Ich gab ihm ein Empfehlungsschreiben. Ja, ich weiß. Aber die Nachrichten sind voll damit, Mann. Ich kann ihn nicht einstellen und dann merken, dass er mit dem Weihnachtsgeld Bomben bastelt. Was? Damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin ein Patriot. Vielleicht ist er wirklich lustig. Gut, wusste gar nicht, dass die... Okay, da haben wir ein bisschen Geld abgehackt. Ich habe ihn mit dir verkuppelt, aber es ist irgendwie komisch. Er ist... verheiratet? Nein, ich glaube, er hatte noch nie eine Frau. Nochmal Cash. Ich denke mal, die sind irgendwo, oder der Typ ist irgendwo hinten. Weil wenn hier schon keine ist, dann habe ich echt auch keine Ahnung. Ach komm, ich brauche ein bisschen Cash. Und ich brauche noch ein bisschen Cash. Also wo könnte er denn jetzt hier sein? Was ist mit dir? Ach nee, die sind zu zweit. Er muss irgendwo alleine sein. Ich kann nicht vorstellen, dass er irgendwo zu zweit rumläuft. Ach komm schon Leute, also ihr wollt jetzt ehrlich nicht sagen, dass er hier nirgendwo ist. Der ist doch irgendwo... Hier ist keiner. Jetzt mal im Ernst, wo ist er denn? Era muy necesario que habláramos. Lo hicimos anoche y aclaramos mucho. Ja, die sind wieder zu zweit. Yo no me fiaría. Okay, ich habe die Person gefunden. Da bist du! Denkst du, ich finde dich nicht, oder was? Nikis Haus erreichen. Okay, jetzt ist die Schwester dran. Ich find's echt schade, dass wir nicht spawnen können. So, das gleiche Spiel noch einmal. Ich weiß nicht, was sie in Nicky Pierce Haus zu finden hoffen. Die Cops haben es mehrfach durchsucht seit ihrem Verschwinden. Aiden wollte sie aus dem System löschen, aber das hat nicht lange gehalten. Das gibt mir eine Chance, den Rest der Rosarios loszuwerden. Okay, Kumpel, wo versteckst du dich? Wo ist er? Aha. Schön aufgedonnert, die Nuttenstiefeln und Mini. Na, was war das für ein Geräusch? Habt ihr es gerade gehört? Nein, haben wir keine Ergebnisse, nein. Ich glaube schon. Das ist ein Späher. Ich halte lieber Abstand. Okay, es wird immer kleiner. Was mit ihm? Der geht ja. Okay, der ist normal. Er ist sauber. Okay, ich brauche wieder ein bisschen Cash.
scheint, haben die Rosarios ein paar Wachen postiert. Das ist nicht nett. Und es wird wieder mal kleiner. Cash. Ich brauche Geld. Was ist denn mit ihm hier? Nee, aber er hat Cash. Er hat Cash. Nee, hier kann er nicht sein. Irgendwo hier ist er. Und wieder mal Cash. Ich bin sowas von ein Dieb. Da ist er. Ah, 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 nicht mit mir. Jetzt gehst du ans Telefon. Ich hatte was Kompliziertes am Laufen. Ich konnte nicht rangehen. Ja, ich habe gerade verhindert, dass ein paar Arschlöcher, Kopfgeldjäger, auf deiner gottverdammten Türschwelle stehen. Gern geschehen. Oh, und Datzek weiß das von dir und Clara. Und den Bunker kennen sie auch. Übrigens, halt dich lieber fern vom Bunker. Charlotte fucking Gardner und Bloom wohnen jetzt da. Okay. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Dir auch. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt wirklich die Nebenmission komplett durch. Ich find's irgendwie cool, dass wir noch Aiden gehört haben, aber ich hatte recht, also wir werden den auf jeden Fall nicht sehen, aber ihn hören. Gut, dann heißt es, dann gibt es noch eine Mission, die wir erledigen müssen. Die wird natürlich jetzt erstmal nicht angezeigt, weil das Spiel muss erstmal hier speichern. So, jetzt aber. Genau, dort hinten ist es. Aber wir spawnen natürlich. Aber ich mag es wirklich, wie T-Bone immer redet. Ich liebe es einfach. So, ach nee, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich brauche wieder ein Fahrzeug. Nee, Motorrad war schon richtig. Moment mal, habe ich Musik angemacht? Musik aus. So ist jetzt die Musik aus. An. Die Musik muss aus sein. Here we go. Ach, das ist doch ein gutes Gefühl. Einfach mit dem Moped hier durch die Gegend fahren. Ohne Probleme. So, jetzt ist Datzek dran. Hör mir zu, Dave. Einer deiner Kumpel hat Killer auf dich angesetzt. Und dieses Fleckchen wird gleich zum Epizentrum eines gewaltigen Shitbebens. Woher weißt du das? Spielt keine Rolle. Die Zeit wird knapp. Tauch lieber ab. Seine Killer können jede Sekunde kommen. Ich muss mich auf sie vorbereiten. Schön verteilen.
Ja, das war jetzt blöd. Aber warum muss es unbedingt so lange dauern? Okay, jetzt wird's ernst. Da kommen sie. Ach, ich hasse das immer. Jetzt kommen sie aus dem Osten. Aus dem Süden. Alter, habt ihr es gerade gesehen? Das war gerade das. Och nein, nicht so einer. Stärkung? Ich kann das allein. Von wegen, du bist gleich tot. Ach, warum muss das so einer sein? Jawohl, na bitte, geht doch. Das war doch nicht so schwer. Wir sind dir sehr dankbar. Das muss nicht sein. Warum hilfst du uns? Ich habe meine Gründe. Und ihr schuldet mir einen Gefallen. Und zwar einen ziemlich großen. Vergesst das besser nicht. Untersuchen. Was wollen wir noch hier untersuchen? Was zur Hölle soll ich jetzt hier noch untersuchen? Ich meine, wir haben die doch beschützt. Oh geil, eine Kettensäge. Aber leider kann ich die nicht benutzen. Und da sind sie doch überhaupt. Kamera. Alle mit Dead-Tag-Masken. Sehen auch ziemlich geil aus. Ah, halt. Was haben wir hier? Untersuchen. Klar ist, dass die anderen Daves das Potenzial dessen, was wir hier geschaffen haben, niemals nutzen werden. Um unseren Idealen und Zielen gerecht zu werden, gibt es nur eine Option. Ich muss sie eliminieren. Sobald Dead-Tag seinen Platz einnimmt. Sobald man anerkennt, dass wir tatsächlich etwas verändert haben. Dass wir uns gegen das 1% gewehrt haben. Wird die Welt auch verstehen, warum ich so handeln musste. Meine Brüder sterben für ein Ziel, das sie vergessen haben. Aber es besteht weiter und wird stärker. Okay, soweit so gut. Ich sehe schon. Jetzt haben wir auch wirklich alles durch. Ach man, Leute, eigentlich wollte ich auch wirklich in der Folge weiter mit der Hauptstory machen, aber das machen wir erst leider in der nächsten Folge, so leid es mir auch tut. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like da oder schreibt auch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und ich weiß, T-Bone hat eigentlich auch soweit gar keinen Bock. Ich weiß, ich sehe ihn in seinen Augen. Ich sehe dich, T-Bone. Ich weiß, du hast keinen Bock. Und ich auch nicht, ne? Aber wir mussten natürlich die ganze Scheiße machen. Dead-Tag helfen und auch noch Aiden. Aber naja, wir haben jetzt geholfen, die Mission ist auch komplett und jetzt können wir in der nächsten Folge weiter mit der Hauptstory machen. Und es war schon ein bisschen wert, weil ich fand das auch schon mal ziemlich interessant.
Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Watch Dogs Bad Blood. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.